Johannes Fischer, hallo, willkommen bei SpeedGeek. Ein paar kurze Fragen. Welcher Schlagzeuger oder welcher Musiker hat dich von Anfang an sehr beeinflusst in deinem Leben? Da muss ich eigentlich einen Schlagzeuger nennen, der mich nach wie vor tierisch beeinflusst und von dem ich habe mich vielleicht vor 20 Jahren, ne, stimmt gar nicht, vor 15 Jahren zum ersten Mal gehört oder sowas, Fritz Hauser, eigentlich ein Drummer aus der Schweiz, und der hat eine Art, mit Schlagzeug Poesie zu machen und mit den einfachsten Dingen irgendwie größte Zusammenhänge herzustellen, finde ich unglaublich. Okay. Was ist dein momentaner Favorite Drummer? Fritz Hauser. Fritz Hauser, sehr gut. Was ist deine Lieblingsplatte? Im Moment, wie heißt sie, von Tom Waits, Mule Variations. Mule Variations. Gibt es irgendeine Musikrichtung, die du überhaupt nicht hören kannst? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Okay. Wie bereitest du dich auf Konzerte vor? Kurz vorher schlafe ich, bis 5 Minuten vorher meistens oder sowas. Der ganze Körper fährt so komplett runter und alle Systeme werden irgendwie auf Null gesetzt. Ansonsten gibt es eigentlich keine rituelle Vorbereitung oder sowas, weil es ist einfach, man isst, man trinkt, abends spielt man Konzert. Für junge Menschen, die anfangen Schlagzeug zu spielen, gibt es da irgendeinen Tipp deinerseits? Offene Ohren. Offene Ohren, und es geht einfach, alles, was wir machen, geht um Klang. Sehr gut. Wenn du auf Tournee bist, gibt es da einen Tipp, wie man dieses Road-Leben überlebt? Ach ja, man muss ein bisschen diszipliniert sein, aber man muss lernen, dass das Musikmachen zum Leben dazugehört. Und auch, dass alle anderen Bereiche, also wenn man sich nur noch aufs Musikmachen konzentriert und nicht darauf achtet, dass man irgendwie auch mal einfach einen Spaziergang macht und irgendwie was Leckeres isst und solche Sachen. Oder sich mal einen Film anguckt oder ein Buch liest oder sowas. Wenn man nur irgendwie noch an seine linke und rechte Hand denkt, dann macht es keinen Spaß mehr, glaube ich. Ja. Aber so dieses Gesamtheitliche. Ja. Noch eine Frage. Ja. Benutzt du Mac oder PC? Mac. Dann verwendest du auch irgendwelche Applications, schlagzeugtechnisch, die was du uns empfehlen könntest? Eigentlich nicht. Ich mache sehr viel Lo-Fi-Geschichten. Ich arbeite gern mit kaputter Elektronik oder Sachen, die nicht mehr ganz funktionieren oder eigentlich auch nicht mehr so zeitgemäß sind, oder auch Gitarreneffekte und sowas. Eher so Oldschool-Geschichten. Mhm. Und wo so ein bisschen mehr das Menschliche in der Maschine gezeigt werden kann, also auch die Defekte, ja. Nicht nur Effekte, sondern auch Defekte, ja, die man künstlerisch nutzen kann. Und aber sonst, ich arbeite halt zu Hause mit Logic oder sowas, also wenn ich mir Soundtracks, ja, für Stücke zusammenstelle oder sowas. Noch kurz zum Leben, gibt es sonst noch Hobbys außer Musizieren? Ja, ich koche zum Beispiel gerne und ich reise sehr gerne. Also ich merke immer, sobald ich irgendwie einen Monat irgendwie wenig unterwegs war, egal ob mit Spielen oder nicht, ist völlig egal, irgendwie muss man wieder raus, muss irgendwie neue Leute kennenlernen, was erleben und so. Und das ist das Schöne das Glückliche an unserem Beruf als Musiker, dass wir eigentlich das wirklich ausleben können, ständig neue Kontakte zu finden und da irgendwie wach zu bleiben. Super, danke fürs Interview. Ja, bitte.